Hier, leg ihn ab, Schmidt. Es war gut, mich herzubringen, Nicola. Viel mehr kann ich nicht tun. Ganz London ist auf der Suche nach ihm. Das ist wahr. Wir kümmern uns um ihn. Es wird sich zeigen, ob er es schaffen kann. Kein Narr, Nicola! Mir bleibt keine Wahl. Wenn ich zu lange fort bin, schöpfen Sie Verdacht. Was, wenn Sie es schon wissen? Sie haben genug getan. Überlassen Sie das von jetzt an uns. Ich habe noch so vieles zu erledigen, Lady Lakshmi. Bitte, sorgen Sie für ihn. Ich fürchte, ohne ihn haben wir keine Chance. Lakshmi. Nun, Ritter, Sie sind wirklich niemand, der leicht aufgibt. Wo bin ich? Sie sind in einem Versteck am Flussufer. Sie hatten fast 2 Wochen lang das Bewusstsein verloren. Kommen Sie, wir müssen wieder zurück nach Whitechapel. Die Regierungstruppen suchen Sie überall. Wie haben Sie mich gefunden? Danken Sie, Nicola. Er brachte Sie her und bat mich um Hilfe. Nicola, woher kennen Sie Nicola? Er soll Ihnen selbst erklären, wie er zu unserer Sache steht. Nicola ließ das für Sie hier. Er dachte, Sie könnten sie brauchen. Gut, gehen wir. Lakshmi, das Schwarzwasser. Woher haben Sie es? Es wurde mir anvertraut. Sie wollen sagen, ein Ritter. Sir Bors de Ganis. Sir Bors wurde seit der Suche nach dem Gral nicht mehr gesehen. Sie sagen, er lebt? In Ostindien? Ich habe nicht gesagt, er lebt, Ritter. Ich befürchtet hatte. Eindringlinge! Feuer frei! Na gut. Wache getroffen! So. Meine Fresse, ey. Gellert war aber echt sehr lange bewusstlos. Also kann ich da nicht in Deckung gehen? Und mit der scheiß Lampe kann ich nicht in Deckung gehen. Na toll. Und du hilfst mal wieder, wo du kannst, oder? Lakshmi? Na klar, die macht wieder, was sie kann, halt. Okay, aber es sind noch mehr unterwegs. Einverstanden. Seien Sie bereit. Nicht mit dem Dragoon-Revolver. Da ballerst du alles direkt weg, ja.
Ziel erledigt! Das war ein gutes Beispiel, wie hilfreich die KI-Leute sind, die mit dir laufen. Ey, unfassbar. Also wenn es Nachfolger gibt, das müssen sie auch unbedingt verbessern. Das ist ja Blödsinn. Ey. Oder die sollen nicht so dumm auffällig da stehen und nichts machen. Unauffällig nichts machen ist das schon besser. Nach Whitechapel geht's hier lang. Lady Egrain, es scheinen mehrere Personen hier gewesen zu sein. Sir Galahad hatte wohl Hilfe. Meldet dem Rat, dass wir seine Spur gefunden haben. Jeder verfügbare Ritter soll nach Whitechapel kommen. Ja, my lady. Ist mein Zeuge. Ich werde die Rebellion beenden. Alle Mann, weg hier! Los! Wir müssen verschwinden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Regierungstruppen Whitechapel stürmen und jeden Mann und jede Frau gefangen nehmen. Nehmt mit, was ihr könnt und geht. Ich muss im Palast noch etwas erledigen. Haben Sie den Verstand verloren? Der Palast ist der letzte Ort, wo man Sie sehen sollte. Ich muss Nicola da rausholen. Das bin ich ihm schuldig. Alistair kennt Sie. Er rechnet damit, dass Sie kommen. Ich weiß. Dann gehen wir gemeinsam. Nein. Diesen Kampf muss ich durchstehen. Allein. Wenn ich morgen noch lebe, werde ich euch finden. So sei es, Ritter. Wissen Sie denn nicht? Ich bin kein Ritter mehr. Ein Ritter sind Sie nicht, Monsieur. Doch sind Sie ein Verräter oder ein Patriot? Wie hätten Sie es denn gern, Marquis? Ich glaube, Sie haben Gründe für das, was Sie tun. Zwei Revolutionen lehrten mich, dass auf beiden Seiten Gefahren lauern. Das vergesse ich nicht, Marquis. Das sollten Sie nicht, Monsieur. Wenn Sie die Sache der Freiheit gefährden, müssen Sie Lafayette zu Ihren Erzfeinden zählen. Adieu, Monsieur. Bis wir uns wiedersehen. Das werden wir, mein Freund. Wollen Sie schon gehen? Devi. Also wissen Sie noch, wer ich bin? Ich muss Ihnen wohl einiges erklären und ich hätte Ihnen vertrauen sollen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Sie können es wohl kaum erwarten, draufzugehen. Ich muss das in Ordnung bringen, egal um welchen Preis. Dann nehmen Sie das.
Oh, und kommen Sie in einem Stück wieder. Meine Königin hat Gefallen an Ihnen gefunden. Playboy! Gellet, du alter Playboy, ja. Ja. Kapitel 15 schon, ey, wie die jetzt hintereinander wegrasseln. Ich glaube, ich habe irgendwas von 16 gehört, also so weit vom Ende entfernt sind wir wirklich nicht mehr. Und was ist mit dieser Easy los, Alter? Diese möchtigen Rambo-dämliche Braut wieder. Mein Gott, ey. Gott ist mein Zeuge! Wer redet da schon wieder? Naja. Gott, das ist mein Zeug. Halt doch einfach die Klappe an. Aber das ist auch jetzt so. Das ist schon alles irgendwie interessant und so weiter. Aber ist jetzt auch nichts so von der Story her, von dem Aufbau her, ist es jetzt auch, wenn man ganz ehrlich ist, jetzt nichts krass Neues oder so. Ja. Erst denkt er, Nicola, er kämpft bitte das kommen. Ich bin in den Katakomben richtige unterwegs zu Ihnen. Sir Galahad, sind Sie verrückt? Sie dürfen nicht herkommen. Dort bleiben. Ich bin gleich bei Ihnen. Erst denkt er kämpft für das Richtige, dann verbündet er sich mit der anderen Fraktion. Die Person, die ihn eigentlich am besten kennen müsste, das ist ja Easy, glaubt ihm nicht, aber dann der andere aus dem Team glaubt ihm schon und bla und so. Und, ich verstehe es einfach alles nicht. Was ist mit der los, weißt du? Müsste ihn doch eigentlich kennen, aber klar, auf der anderen Seite ist noch ihr Bruder, der das Gegenteil behauptet. So. Ist natürlich auch da wieder die Sache, wem glaubst du mehr? Dein Bruder oder dein ehemaligen und Geliebten. Hi, besser wir überprüfen das. Verdammt. Geil, Mann. Verdammt! Was hält der eine denn aus, bitte? Ich will das Gewehr behalten, ey. Gibt's hier keine Munition oder sowas?